Umsetzung war schon sehr herausfordernd, eben wegen den Temperaturen, wegen das Wetter war einfach ja, eine Herausforderung. Und die physische Herausforderung, also einfach die Erschöpfung der Musiker und dann noch auf hohem Level zu spielen und aufzunehmen, war sehr schwierig einfach. Und ich bin sehr, sehr stolz auf alle Beteiligten, wie die das umgesetzt haben und wie sie durchgehalten haben. Big stages are part of Mano de Lago's everyday life. The Tyrolean musician performs all across the world with orchestras and superstars like Björk. He became known for playing the hung, a melodic percussion instrument which has only been developed in 2000. Ungefähr so 6-7 Monate im Jahr auf Tour und das ist mittlerweile weltweit, also viel in Amerika, auch viel in Europa, ab und zu Asien oder Australien und ganz selten auch Afrika oder Südamerika. Mano de Lago seeks a kind of counterbalance in the mountains to this often hectic life. Ja, für mich sind die Berge ein Ort, wo ich mich erholen kann. Ja, und Energie aufladen und Batterien aufladen kann. Ich mag einfach gerne auch, wie langsam die Zeit vergeht und immer wieder so offline sein vom schnellen Stadtleben und vom Internetleben. Und ja, für mich ist es einfach ganz wichtig, jedes Jahr in die Berge zurückzukehren für ein paar Wochen. Ja, das klingt wahrscheinlich kitschig, aber eigentlich kann ich nicht auf Berge verzichten. Also das ist einfach für mich, es gibt mir so viel Freude und Kraft und von dem her möchte ich nicht ohne Berge leben. For his newest project, de Lago wants to combine his two big passions, music and the mountains. That's why he decided to bring the music to the mountains and record his newest album, Parasol Peak, in the Tyrolean Alps. Also ich bin Musiker und Komponist und als Komponist versucht man immer was Neues zu finden, irgendwas Neues zu schreiben, neue Sounds zu finden, neue Melodien. Und ich glaube, es gibt da Parallele zu Alpinisten, die versuchen, neue Berge zu erschließen oder neue Routen zu gehen. Und irgendwie war auch Parasol Peak so ein Projekt, wo vielleicht diese beiden Faktoren in eins zusammengeflossen sind und wo wir einfach versucht haben, was Neues zu machen und das möglichst stimmungsvoll und künstlerisch umzusetzen. He wants to record the new album as a movie at special locations. Documenting his hikes for over 20 years has helped him with that. Flipping through it, he realized the album should be constructed like a typical hiking tour. In Tirol bei uns ist es sehr üblich, dass man losgeht irgendwie durch den Wald und dann kommt man auf ein grünes Plateau nach der Baumgrenze und dann wird es felsiger und wenn man noch weiter geht, dann kommt oft ein Gletscher und dann hoffentlich erreicht man auch einen Gipfel. The goal is the summit. 8 songs ought to musically lead there from the woods in the valley. Hence, Mano de Lago looks for a location for each song and then surveys it carefully. The locations and particularly their special conditions later ought to flow into the music. Eben Steine, Flüsse, Bäume, Wasser, alles Mögliche.
Und wir haben auch unser Equipment bespielt. Also wir haben Karabiner verwendet und Wanderstöcke und einen Helm und Eispickel, alles Mögliche. Und es war eine Möglichkeit, mit uns, mit den Resources, die da sind, kreativ zu sein und auch ein bisschen Musik zu machen, die jetzt nicht so alltäglich ist. With these impressions, the musician then composed a song for every location. For the execution of the project, though, Delago needs additional musicians. And finding them was harder than one might think. Ja, ich bin durch alle Musikerkontakte gegangen, die ich kenne. Es sind wahrscheinlich 500 Musiker auf der ganzen Welt. Und die Kriterien waren einfach, dass die Person das Instrument sehr gut spielen kann, dass die Person ihr Instrument tragen kann und das im Klettersteig und über Gletscher, also die Person fit sein muss. Und dann sind eigentlich nur mehr ganz, ganz wenige übergeblieben, die ich mir vorstellen konnte. Six musicians were able to keep up with these requirements. They came to the Tirol in order to rehearse there with Manu Delago. Because at the end of the day, the songs and hiking should not only make for an album, but also a movie. Das Kriterium, um eine Band zusammenzustellen, mit der ersten Priorität, dass alle einfach Bergsteiger sind. Also sowas ist ja schon mal sehr skurril und da muss man einfach dabei sein. Auf das Ganze habe ich mich halt gefreut, auf das Gesamtpaket. Dass es eine Woche lang Zeit verbringen ist, Berg gehen und halt dann auch halt die Musik halt zusammen zu produzieren. Machen. I don't really do anything for money or glory or any of this stuff. If it sounds like a cool thing to do, I'm there. I'm gonna do it anytime. After long preparations, it was time for the seven musicians to start hiking. Their first destination was the forest clearing. Recording music there was an unusual experience for the technicians. Das ist schon einmal ein anderes Erlebnis, wenn man einfach in der Natur eingebunden, live bei der Aufnahme, das einfach miterleben darf, wie das dort vor Ort live in mehr oder weniger einem Shot quasi produziert wird. Und das war schon so oft so ein Gänsehaut-Feeling dann. Ja. One, take three. In the middle of nature, the musicians also let themselves be inspired by the scenery. Es gibt eine Szene im Film, wo wir an so einem Bach ein Stück spielen und da haben wir dann halt das Wasser ausgenutzt, also wir haben Stein reingeschmissen, wir haben irgendwie ja, die so Instrumente ins Wasser reingekippt und so und dann hat sich der Sound ein bisschen verändert.
The recordings outside also have their drawbacks. The weather doesn't really make it easy for the musicians, and soon they realize what it means to record in nature. Es hat eben der Wetterbericht uns angesagt, dass es jetzt einen halben Meter bis einen Meter Neuschnee gibt auf der Höhe oben. Und wenn es gerade nicht schneit, dann regnet es eigentlich. Und es war eigentlich so dämmernd mit dem ganzen September. Es ist eigentlich eine super Bergwetterzeit. Dem war aber nicht so. It was very cold. It was so bad. So my trumpet and the way trumpets are is that with the metal when it gets cold, it expands a little bit and it just becomes lower and the pitch just goes down and you could adjust a little bit. And so I'm adjusting. I go all the way to the stopper. And I can't go any smaller with the trumpet. And it was so bad, I was playing literally a half a tone higher, and I just adjusted down a little bit, and this is how I was doing it. Die Holzbassinstrumente, die werden einfach irrsinnig tief, wenn es kalt ist, und Saiteninstrumente gehen nach oben, und sie da einfach mit der Intonation zu finden, war sehr schwierig, weil irgendwann ist der Spielraum dann aus beim Instrument. Und die Instrumente klingen einfach nicht so, wenn sie kalt sind. Also die Instrumente schwingen nicht so. Und das ist vom Spielen her und dann natürlich zusätzlich noch in irgendeiner Wand drinnen zu hängen, einfach ganz, ganz was anderes. Also das war schon eine besondere Herausforderung. Und da waren unter anderem gerade für die Tontechnik sehr viele Kabel zu verlegen. Und Musiker, die auf verschiedenen Gipfeln stehen, müssen verkabelt werden. Und da ist man dann halt den Klettersteig zum Beispiel schon einige Male an dem Tag gegangen, bis das alles passt hat. The Via Ferrata also brings its own challenges for the musicians with it, because they had to carry the instruments up themselves. Easy with a flute, but something completely different with a cello or an accordion. Yes, carrying the instruments, this stupid accordion that weighed, I don't want to think about how much that accordion weighed. And all of the instruments and all of the gear and everything, yeah, this was a huge challenge. But for most of us, you know, like I said, the just doing that is not a big problem. Just carrying a heavy load up a mountain is not normally a problem, but doing it quickly and doing it with the intention of actually recording music at the top is completely different. Ich glaube, es schaut ein bisschen wilder aus, als was es eigentlich ist. Immerhin schleppe ich das Teil schon seit 16 Jahren herum. Also das war jetzt nichts Besonderes für mich, aber natürlich die Herausforderung so im Klettersteig, wo man nicht genau weiß, also kommt man da zwischen die Felsspalten durch und so, das war dann schon aufregend. A small space within the rocks was found for each musician to play, and on these exposed places they record one of their tracks. However, the musicians are not able to see each other during this. Das ist auch das Lied, wo man mich das ganze Stück lang nicht sieht, weil ich da irgendwie so blöd unten rein gestanden bin, dass da auch keiner filmen hat können. Und ja, das war schwierig. Vor allem auch jetzt für die Bläser zum Intonieren, weil die sich nicht hören, oder? Oder zeitversetzt dann viel später. Ich habe dann nur so ein kleines Glockerl in der Hand gehabt, aber hinter mir ist es so weit angegangen, dass das eigentlich ziemlich stressig war. Und ich habe das gar nicht schütteln müssen, sondern es hat von alleine irgendwie gespielt. Das heißt, du hast gehofft, dass du im Takt zitterst. Ja, genau. Und dass irgendwie nicht das Gleichgewicht verliere. It becomes even more difficult for the musicians when they are not able to hear each other. That is what the next location would bring with it, and with that also the next track, where the musicians are playing on different summits.
Mann hat schon gesagt, ja, bei der Nummer wird es so, dass es ungefähr, ich weiß nicht, 50 Meter Luftlinie von mir entfernt steht und es ist überhaupt keine Akustik rundherum, dass das ermöglichen würde, dass es, wo das wieder zurückkäme, weil es ist beides auf Gipfeln verteilt. Und dann haben wir es schon einmal geprobt, dass sie einfach, wir waren im Proberaum und wir haben sie ausgesperrt aus der Tür. Und haben dann mal probiert, was jetzt passiert, ob das noch funktioniert halbwegs, wenn sie jetzt da draußen auf dem Balkon spielen. Ja. These unusual recordings only work with special preparation, because the locations with often difficult conditions were already considered and included by Mano de Lago when composing the tracks. Wenn man sich nicht sieht, dann hat man auf jeden Fall die Einschränkung, dass man sich keine visuellen Zeichen geben kann. Und das war so, dass wir uns eigentlich dann natürlich rein akustisch verständigt haben. Und das war fast so ein bisschen wie stille Post. Also das hat einer ein Statement, ein musikalisches Statement gemacht und der nächste hat es dann weitergegeben und der nächste hat es wieder weitergegeben. Und so hat man einfach über akustische Signale kommuniziert. Das war bei den Locations so, dass wir dann natürlich rhythmisch sehr wenig machen haben können. Also das ist so, dass man so weit auseinander ist, dass man da jetzt keine präzisen Rhythmen spielen kann. Das waren dann eher so wie musikalische Soundscapes oder so wie musikalische Landschaften, wo wir einfach uns von der Landschaft und von den Bergen inspirieren lassen haben und vor allem lange Töne und Flächen gespielt haben. Ganz anders wie jetzt bei den Locations, wo wir ganz nah beieinander waren, da haben wir viel rhythmischer und präziser spielen können. Despite careful preparations, the musicians and technicians had to stay flexible in nature. Beim Location Scouting hat es ganz anders ausgeschaut. Da hast du Grün gehabt, da hast du den Gletscher gesehen, so wie er ist, und auf einmal war da fast ein halber Meter Schnee drauf. Und dann sind wir so jeden Schritt so ganz vorsichtig gegangen. Wir sind natürlich am Seil gegangen und wir sind mitten in den Gletscher reinmarschiert. Und nachdem viele Musiker nicht ganz erfahren waren, schon erfahren, aber jetzt keine Profis. Also die waren auch teilweise zum ersten Mal am Gletscher, war das schon so jeder Tritt so, vorsichtig sein. Also das war ein lässiges Erlebnis. After a week of hiking, climbing, recording and filming, the musicians then reached the summit, a 3,000-meter-high mountain in the Stubai Alps, which for a short time was renamed Parasol Peak. Das war mein erster 3000er überhaupt. Bravo! Wo ich oben angekommen bin, dann habe ich mir gedacht, also jetzt muss ich mal innehalten. Jetzt bin ich auf meinem ersten 3000er mit meinem Cello, sitze ich da oben. Und ja, also das Panorama war ein Wahnsinn. Und dass man da einen Film einspielen oder aufnehmen, das war irgendwie nebensächlich. Das ist so ein einmaliges Erlebnis, dass das dann, glaube ich, sich auch in der Musik widerschlägt und dass das einfach hoffentlich dann auch rüberkommt, dass die einmalige Verbindung, die das für uns geschaffen hat und das einmalige Erlebnis, dass man das dann auch hoffentlich spürt, wenn man den Film anschaut oder sich die CD oder die Platte anhört. Ja.
Exactly a year after ascending the summit, the premiere of the movie and the album took place in Innsbruck. For the first time, the unusual project could be heard and seen. Ich finde es Wahnsinn. Also ich bin lange ein Manu de Lago-Fan. Ich finde es beeindruckend, wie er eigentlich immer wieder unterschiedlich musizieren kann. Er nimmt sich einfach irgendwas, was er zur Verfügung hat, und macht halt Musik damit. Das finde ich gigantisch. Irgendwie, man hat sich selber gefühlt, als wäre man da jetzt mitten im Wald. Man hat die Luft direkt in der Nase gehabt, oder mir ist halt so gegangen. Ja, man spürt die Leistung, man spürt die Natur, man spürt die Berge und die Musik passt wunderbar dazu. The movie Parasol Peak will be shown at film festivals from London to New York over the next months. Seeing the results of their hikes for the first time in the cinema was still a special experience for the musicians. Wenn ich die Musik anhöre, auch ohne dass ich die Bilder höre, fühle ich mich sofort wieder zurückversetzt in die Alpen quasi, weil es einfach so ein intensives Erlebnis war. Und wenn man es dann natürlich sieht, so wie jetzt, ist das noch intensiver. Also wie man so sagt, es wird einem irgendwie warm ums Herz, aber die Finger werden kalt, wenn man es sich anschaut, mit dem Schnee und mit dem Eis. Ja. Schon was Besonderes, sowas auf einer großen Leinwand mit einem guten Sound zu sehen, weil ich bin eben normalerweise Musiker. Wenn ich Konzerte spiele, dann mache ich das im Moment und ich hab sehr viel Einfluss drauf, was passiert an dem Abend. Und bei einem Film ist es halt so, da kann man nichts mehr machen. Es ist, was es ist. Und, aber ja, ich bin sehr, sehr zufrieden und glücklich mit dem Film und stolz aufs ganze Team.